Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin momentan in Marokko. Es ist gerade sehr schöne Aussicht hier. Ich könnte euch mal kurz zeigen. Super grün. Dieses Video ist etwas ungewöhnlich. Ich hatte nämlich gestern ein Gespräch mit dem Hotelbesitzer hier und wir haben ja ein bisschen über Dialekte gesprochen. Ich habe mir deswegen ganz kurz und spontan überlegt, hier ein Video zu drehen, und zwar über Umgangssprache. Das ist sozusagen eine Spezialität des Channels. Ich persönlich finde, dass Umgangssprache nicht so wahnsinnig gut in den Lehrbüchern thematisiert ist. Von daher werde ich heute mit dir 10 umgangssprachliche Ausdrücke, die du nicht in den Lehrbüchern finden würdest. Los geht's! Und wenn du sie auch beherrschst, klingst du auf jeden Fall Deutsche, also authentische. Das erste ist von wegen. Und dieser Spruch drückt eine Verneinung und eine Ablehnung aus. Also, wenn du sagst, ich muss gerade aufpassen, weil ich ja unter die Treppe gehe. Wenn dir eine Person etwas angibt, das sehr unrealistisch ist und du kannst einfach nicht glauben, dass sie die Wahrheit spricht. Zum Beispiel sagt sie, ich habe mich gestern mit Miley Cyrus auf einen Kaffee getroffen. Oder ich habe den neuesten Mercedes gekauft. Und heute kaufe ich wieder einen BMW, zum Beispiel nur. Du glaubst das nicht, dann sagst du nicht, ich glaub dir das nicht, sondern ha, von wegen. Mit so einem bösen Lächeln. Ha, von wegen. Ha, von wegen. Und das drückt aus, dass du es gar nicht glaubst. Aber das klingt sehr deutsch. Also klingt sehr natürlich. Ha, ha, von wegen. Oder wenn du von deinen Eltern etwas mehr Taschengeld bekommen möchtest, fragst du sie auch danach, aber sie sagen, ich habe dir doch schon jeden Tag 200 Euro gegeben. Das ist natürlich Unsinn. Und wenn das nicht die Wahrheit spricht, dann sagst du einfach, von wegen, von wegen. Das heißt, du glaubst das nicht und du lehnst ja sofort damit ihren Spruch ab. Von wegen. Ne? So. Kommen wir zu dem zweiten Spruch. Den mag ich persönlich auch sehr, wenn du eine Person auch etwas ablehnst. Ne? Wenn du zum Beispiel zu deinem Chef sagst, ich arbeite nur bis 14 Uhr und dann habe ich meinen Tag, meine Ruhe mit meiner Familie und ich arbeite nicht an Feiertagen. Du verlangst ja sehr viele Anforderungen und dazu, ich will Gehaltserhöhung. Das heißt, du möchtest, dass dein Gehalt steigert. Aber nicht mehr arbeiten, sondern weniger. Dann kannst dir dein Chef auch sagen, das kann ich nicht machen. Oder kann er auch sehr frech sein und sagt einfach, das kannst du knicken. Knicken, ne? Das kannst du knicken. Das kannst du knicken. Weil das ja Umgangssprache ist, sagt man nicht, das kannst du knicken, sondern kannst du. Kannst du. Ich habe dir schon in einem Video erzählt, dass man hier du wie t ausspricht. Also das kannst du knicken. Das heißt, das kannst du vergessen. Also das wird nie passieren. Das kannst du knicken. Kommen wir dann zu dem dritten Spruch und dann habe ich endlich mein Frühstück. Man sagt hier zum Beispiel in Deutschland, wenn etwas wie geplant passiert und wenn du alles im Griff hast. Ne? Man sagt, es läuft glatt. Glatt wie glatt. Ne? Also wenn du auf einer Ebene bist und es ist glatt, dann kannst du auch rutschen. Sehr gefährlich. Also das läuft glatt. Das heißt reibungslos, ohne Problem, problemlos. Es läuft glatt. Oder es läuft gut. Das ist ein ganz klassischer Spruch. Oder es läuft rund. Es läuft gerade sehr rund. Und natürlich, wenn etwas nicht so gut läuft wie geplant, dann kannst du sagen, es läuft gerade nicht rund bei mir. Es bedeutet, ist es bei dir gerade etwas chaotisch? Du hast ja Probleme mit deinem Job, mit deinem Leben, mit deiner Familie und so weiter. Dann kannst du sagen, es läuft gerade nicht rund. Das heißt, du hast gerade ein Problem, das so bald wie möglich gelöst werden soll. Es läuft gerade nicht rund. Rundlaufen heißt es. So, dann habe ich erstmal mein Frühstück. Okay, also ich habe noch kein Frühstück bekommen, aber ich mache trotzdem das Video weiter.
Wo waren wir? Bei dem dritten Spruch, oder? Gut, dann machen wir jetzt den vierten und das heißt Logo. Logo ist kein Logo von einer Marke, sondern ist eine Abkürzung von logisch. Und das ist ja Jugendsprache, also das benutzen sehr viele junge Menschen. Logo würde ich schon als ein Synonym für auf jeden Fall oder natürlich bezeichnen, aber das klingt natürlich viel cooler. Dein Kumpel sagt dir zum Beispiel: Hey, wollen wir uns dieses Wochenende spontan treffen, zusammen zocken? Zocken ist auch ein umgangssprachlicher Ausdruck für Spielen. Und das benutzt man entweder für Computerspiele oder Smartphone-Spiele auch. Dein Kumpel sagt zu dir also: Hey, wollen wir mal dieses Wochenende zocken? Wenn du Zeit und auch Lust drauf hast, dann kannst du sagen: Ja, klar, kann man machen. Oder natürlich. Oder auf jeden Fall. Oder sagt einfach Logo. Das bedeutet, ja, ich komme auf jeden Fall vorbei. Oder wenn ich zum Beispiel, ich gehe nie aus dem Haus, bevor ich gefrühstückt habe. Und wenn ich da schon zum Beispiel auf der Arbeit bin, fragt mich ein Kollege oder mein Chef: Hast du schon gefrühstückt? Ich sag Logo. Das heißt, natürlich habe ich gefrühstückt. Sonst wäre ich gerade nicht hier. Ne? Ich komme nie aus dem Haus, ohne gefrühstückt zu haben. Fünfter Spruch, und ich habe immer noch kein Frühstück. Wenn du Deutsch lernst, kennst du bestimmt das Wort egal, wenn es dir überhaupt nichts ausmacht, wenn es was passiert. Also wenn jemandem im Zimmer kalt ist und er fragt dich, kann ich das Fenster aufmachen? Dann kannst du sagen, ja, mir ist egal. Also ja, mir ist es egal. Das heißt, ja, du kannst einfach das Fenster aufmachen. Das würde mir nichts ausmachen. Aber das sagt man ja sehr schnell. Also entweder mir ist egal, ist es werden reduziert. Man sagt also mir ist egal, mir ist egal oder auch mir egal. Ist es werden dann auch komplett weggelassen. Dann sagt man mir egal oder egal. Du kannst das Egal-Wort auch anders ausdrücken. Und weißt du noch, wofür Deutschland sehr bekannt ist? Die Würste! Und man hat natürlich auch einen umgangssprachlichen Ausdruck mit Wurst erfunden. Etwas ist mir Wurst. Aber Vorsicht hier, Wurst wird ganz normal geschrieben, wird es aber in diesem Fall, in diesem umgangssprachlichen Ausdruck als Wurst ausgesprochen, also W-U-R-S-C-H-T, Wurscht. Etwas ist mir wurscht, das heißt, etwas ist mir egal. Wenn du zum Beispiel eine Party zu Hause organisierst, ganz lockere Party mit paar Freunden, mit paar Bierchen und ihr schaut euch zusammen eine Serie auf Netflix an und dann hat jemand eine Idee, eine Pizza zu bestellen oder mehrere Pizzen. Ich liebe Pizza. Dann fragt er dich zum Beispiel, na, was soll ich jetzt dann bestellen? Mit Schinken oder mit Salami? Und wenn es dir tatsächlich egal ist, dann kannst du auch sagen, oh, das ist mir wurscht. Bestell doch irgendwas, was dir schmeckt. Mir ist es egal. Das ist mir wurscht. Oder man sagt ja auch, mir ist wurscht. Mir ist wurscht. Mir ist wurscht. Behalte nur bitte im Kopf, dass wenn man etwas Umgangssprachliches sagt, dann sagt man es auch sehr schnell. Es klingt viel flüssiger und natürlicher. Mir ist wurscht. Mir ist wurscht. Endlich Frühstück. Wir sehen uns also in Deutschland wieder. Ciao. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Die Reise war echt toll, aber es fühlt sich auch sehr gut an, wieder zu Hause zu sein. Ich mache gerade einen Sonntagsspaziergang und denke, warum nicht gleich ein Video machen? Ich teile wieder heute mit dir 5 umgangssprachliche Ausdrücke. Also ich mache einen zweiten Teil des letzten Videos. Also was sagt ein Muttersprachler, wenn er das nicht glaubt, das, was das Gegenüber erzählt? Das glaube ich nicht? Oder ich glaube dir das nicht? Ich glaube dir nicht? Nee, man sagt was anderes. Wenn dein Kumpel eine Nachteule ist. Weißt du, eine Nachteule ist? Ist jemand, der sehr spät ins Bett geht und oft auch spät aufsteht. Nachteule oder Eule.
Du Eule oder du Nachteule. Apropos Eule. Also, wenn dein Kumpel, der Nachteule ist, dir erzählt: Ich bin gestern um 9 ins Bett gegangen. Und du weißt, es ist Quatsch. Das schaff ich nicht mal, so früh ins Bett zu gehen. Und statt "das glaub ich dir gar nicht", kannst du sagen: "Das kaufe ich dir nicht ab" oder "das nehme ich dir nicht ab". Jemanden etwas nicht abnehmen oder abkaufen bedeutet jemanden etwas nicht glauben. Und das klingt viel natürlicher und auch authentischer. Andernfalls kannst du auch sarkastisch sagen: "Du bist gestern um 9 ins Bett gegangen? Ah, das glaube ich dir sofort." Na, so sarkastisch. "Das glaube ich dir sofort. Hey, es war doch etwas zu windig draußen. Deswegen habe ich mich entschieden, wieder nach Hause zu gehen." Kommen wir dann gleich zu dem 7. Ausdruck. Du lernst jetzt gleichzeitig 2 Ausdrücke, weil die dieselbe Bedeutung haben. Und zwar: etwas geht in die Hose und etwas geht nach hinten los. Die beiden Ausdrücke bedeuten: etwas ist schief gegangen, etwas hat Misserfolg, also war nicht erfolgreich. Wenn du zum Beispiel am Montag die Goethe B1 Prüfung hast, aber bis Sonntag noch gefeiert hast. Du hast dir vorgenommen, dir am Sonntagnachmittag 100 Vokabeln einzupauken. Etwas pauken bedeutet etwas mechanisch lernen, ohne richtig zu verstehen. Du lernst zum Beispiel für eine Prüfung etwas auswendig, hast aber den Stoff nicht richtig verstanden. Du hast es dir also vorgenommen, am Sonntag 100 Vokabeln zu lernen, um dich auf die Prüfung am Montag vorzubereiten. Danach bist du durchgefallen. Du hast den Test also nicht bestanden. Dann erzählst du deiner Freundin die Geschichte: "Ach, der Test ist in die Hose gegangen. Der Plan ist nach hinten losgegangen. Ich bin durchgefallen." Das bedeutet, dein Plan ist gescheitert. Er hat also nicht funktioniert. Er ist schief gegangen. Der Plan ist in die Hose gegangen oder der Plan ist nach hinten losgegangen. Wenn du zum Beispiel einen Plan von einer Person hörst und du denkst, das kann nicht funktionieren, dann kannst du auch sagen: "Das kann nur in die Hose gehen" oder "Nee, sorry, aber der Plan kann nur nach hinten losgehen", ne? Um den Personen abzuraten, den Plan durchzusetzen. So, der 8. umgangssprachliche Ausdruck: krass, krass. Krass wird überall benutzt hier in Deutschland und besonders häufig in der Jugendsprache, also von jungen Menschen benutzt. Krass bedeutet extrem schön, fantastisch, toll, genial, also Steigerung von toll, schön, perfekt, genial und so weiter. Krass ist richtig, richtig extrem. Ich war zum Beispiel in Marokko und werde vielleicht nächste Woche meinen Freunden darüber berichten. Dann kann ich sagen: "Die Reise war echt krass." Das bedeutet, die Reise war richtig, richtig toll. Krass, krass. Wenn du zum Beispiel eine außerordentliche Geschichte hörst, dann kannst du ja auch kommentieren: "Wow, krass, krass." Das bedeutet, du bist ja schwer beeindruckt von der Geschichte. Du findest die Geschichte richtig genial. Aha, aha, wow, krass. Man könnte sogar auch sagen, ultra krass, um den Effekt noch zu erhöhen. Dieses Wort kann auch als Adjektiv benutzt werden. Du hast zum Beispiel eine richtige, schöne, tolle Markentasche gekauft von Yves Saint Laurent und dann gehst du auf den Flohmarkt. Und siehst dort eine gefälschte Tasche. Dann guckst du dir die beiden an und sagst: "Wow, das ist aber ein krasser Unterschied.
von der Verarbeitung her, von der Farbe her und so weiter. Du merkst da einen riesen Unterschied zwischen den beiden Taschen. Was haben wir noch? Bock. Bock wird sehr oft hier in Deutschland benutzt und ist eigentlich äquivalent zu Lust. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe heute richtig Lust auf Pizza. Du willst heute unbedingt eine Pizza essen. Dann kannst du das Wort Lust mit Bock ersetzen. Ich habe heute richtig Bock auf Pizza. Bock auf etwas haben. Ich habe jetzt Bock auf einen Film. Wollen wir heute Nachmittag Volleyball spielen? Ich habe richtig Bock drauf. Oh, ich habe keinen Bock auf Arbeit. Zum Beispiel. Keinen Bock auf etwas haben bedeutet keine Lust auf etwas haben. Ein Bock, also maskulin, der Bock ist eigentlich eine männliche Ziege. Man nutzt das Wort aber in der Umgangssprache als Lust. Wenn es heute zum Beispiel zu warm ist und dir dein Freund eine warme Suppe vorschlägt. Na, willst du für heute Abend eine warme Suppe? Und du hast überhaupt keine Lust drauf, dann kannst du sagen, kein Bock, kein Bock. Es heißt eigentlich keinen Bock, aber in der Umgangssprache sagt man dann sehr schnell, dann hörst du das EN auch nicht mehr, also nicht keinen Bock, sondern kein Bock. Ach, kein Bock. Willst du heute ins Kino gehen? Ach, kein Bock. So, dann kommen wir zu dem 10. Ausdruck. Tote Hose. Was kann das bedeuten? Du gehst zum Beispiel voller Freude auf eine Party, gehst aber nach 15 Minuten wieder nach Hause. What? Dann fragt zum Beispiel dein Mitbewohner, hä? Wie, bist du nicht auf der Party? Oh, da herrscht tote Hose. Du gehst zum Beispiel am Montag zur Arbeit, dann fragt dich dein Chef, na, wie war dein Wochenende? Und du so, ach, frag lieber nicht, total tote Hose. Das bedeutet Langeweile. Also es ist nichts los, es ist total langweilig, es passiert nichts. Die Party war total langweilig, keiner tanzt, keiner redet miteinander. Die Party war tote Hose. Oder da herrscht tote Hose. Das war sehr langweilig. Es ist nichts los. Überhaupt nichts. So, das war's dann heute für dieses Video. Ich hoffe, das Video war für dich einigermaßen interessant und hilfreich. Schreib bitte gerne unten in die Kommentare, welcher Ausdruck dir neu war oder welchen umgangssprachlichen Ausdruck du kennst und sehr oft benutzt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!